Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Ja, ich müsste heute mal ein paar Missionen machen. Und ganz wichtig wäre Futter sammeln. Das heißt Läuse, Rüsselkäfer, ja, eigentlich alles Mögliche, was essbar ist, muss ich jetzt mal suchen, finden und mal meine ganzen Racks auffüllen, weil ich laufe hier jedes Mal auf Null. Und von dem Kram kann ich auch irgendwie nichts mehr herstellen. Ah, Fliegendörfleisch und Eichelbrocken müssen wir auch noch sammeln. Okay, Eichelbrocken müssen wir eh sammeln, weil, also nicht die Brocken, wir wollen ja noch mehr Kisten bauen. Dann brauchen wir noch Moskitos, also Stechmücken, wir brauchen Milben und die Spinnenhaube, die können wir doch gleich herstellen. Dann wäre das mal erledigt. Spinnenhaube, bam. So, dann brauche ich noch ganz viel Bombardierkäfer. Und doch, Bombardierkäfer. Sind ja die Kochdrüsen sind ja auch vom Bombardierkäfer und 10 Käferstücke. So, da würde ich sagen, gehen wir erstmal nach da hinten und gucken mal kurz, ob die Kokons wieder da sind. Spinnchen sind wieder daheim. Okay. Die muss ich auch wieder mal voll machen. Könnte man eigentlich mal schnell machen, sonst geht's wieder vergessen. Mann. Hallo. Ja. So. Einmal pflanzen, zack. Einmal pflanzen, zack. Einmal pflanzen, zack. So, und dann würde ich ganz gern, ich weiß aber nicht, ob wir das in der Folge hier schaffen, mal zur Müllecke. Müssen wir uns auch nochmal eine Maske mitnehmen. Okay. Wir gehen auf jeden Fall Wolfi holen. Das ist eine Idee. Wir gehen Wolfi holen. Irgendwas war da jetzt. Irgendwas hat da gefehlt. Der ist an, der ist an. Der ist an. Der ist an. Ja, den können wir wegmachen. Wir brauchen den. Ja, keine Ahnung, warum das so schlecht gerade ging. Würde ich sagen, wir machen zuerst die Runde. Ja, die Läuse müsste ich eigentlich auch alle direkt mitnehmen. Rüsselkäfer, Laus, alles da. Das Problem ist halt, wenn ich mir jetzt gleich am Anfang der Rucksack mit vollhau. Ach, wisst ihr was? Wir holen sie einfach. Na toll. Brauchen wir ja eh. Wie gesagt, dann würde ich irgendwann mal in Richtung Müllhaufen gehen und den nochmal komplett unter die Lupe nehmen. Und, ich wollte noch mal gucken, ob in dem Patch vielleicht auch das Rüstung, die Rüstungsständer gepatcht sind. Wäre geil, weil dann könnten wir mal ein paar Kellerasseln fangen. Oh. Na gut. Gehen wir Bombardierkäfer holen. Das Wichtigste überhaupt. Dann wäre oben die Pilzecke mal fertig. Dann müssen wir wieder mal Beleuchtung bauen. Da ist noch ein Rüsselkäfer. Vielleicht sollte ich auch noch mal eine Rüsselkäferfarm bauen. Wäre vielleicht auch nicht so blöd. Aber da muss ich noch mal gucken. Die würde ich ganz gerne ein bisschen. Diesmal ein bisschen krasser ausbauen. Gibt's doch eh nicht. Einmal. Die brauchen wir auch. Und im Sandkasten wollten wir ja noch mal
die eine Seilbahn höher bauen. Ach, Laus, lass mich doch in Ruhe. Jetzt müssen wir erstmal Moskitos fangen. Ich mag die nicht. Aber die brauchen wir diesmal. Diesmal ist es Mission. Jetzt kommen beide. Diese blöden Viecher, ich mag die gar nicht. Ich bin halt mal auf die Termiten gespannt. Die wären geil. Die könnten richtig interessant werden. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Hier an die Pfeile kommen wir nicht mehr dran. Die stecken nämlich jetzt schön unter dem Stein. Ja. Was ploppt denn hier alles auf? Ach, da oben ist noch der Punkt. Da oben. Oder da oben? Ah, irgendwo da oben. So. Dann. Die nehmen wir uns auch gleich mit. Wenn wir schon hier sind und alles weggeräumt haben, nehmen wir sie auch mit, weil ich hatte ja schon angesprochen, dass ich die weiteren Stockwerke, also nicht alles, aber ein großer Teil dann auch mit Pilz bauen wollte am Baum. Und dafür brauchen wir ganz viele. Und es macht auch nur Sinn, die Fliegenpilze zu sammeln, die braunen, da kriegt man ja nichts raus. Das ist dämlich. Macht keinen Sinn. Eigentlich, die Fliegen müssten wir uns eigentlich auch alle mal mitnehmen. Wegen Nahrung. Ist gut, dass die da sitzen. Können wir sie ganz gut wegkillen. Haben wir das Inventar jetzt gleich schon voll. Die brauchen wir nicht. Da ist noch eine. Da hinten. Naja, komm. Wie schon voll. Eins verschrotten. Stapel verschrotten. Stapel verschrotten. Stapel verschrotten. Die zwei können wir mal essen. Ah, ne, einen, damit wir geheilt sind. Das vergammelte Fleisch brauchen wir eigentlich nicht mitnehmen, weil wenn ich Gammelfleisch brauche, dann lasse ich es gammeln. So. Noch eine. Fliegenpelz brauchen wir eigentlich auch nicht. Eine Fliege fehlt noch. Du nervst. Gut, was haben wir noch am Platz? Zwei Stück, das heißt Bombardierkäfer Brocken und Säuredrüsen passen noch rein. Komm, Käferli. Na, triff's doch eh nicht. Vergiss es doch. Na komm, du triffst doch eh nicht. Mensch. Heute mal voll hier mit Armbrust unterwegs. Eine Kochdrüse. Toll. Wo ist der zweite? Beziehungsweise, wo glitscht der wieder rum? Da. So, da hätten wir den auch schon. Fünf Brocken. Toll. Das heißt, hier sind keine weiteren. Wir gehen jetzt heim, machen das Inventar mal schnell leer. Können wir noch Pilzbrocken mitschleppen? Nicht mehr viele. Rüsselkäfer auch nicht mehr. Haben wir noch irgendwas, was wir fortschmeißen können? Oh, doch, ja. Jetzt haben wir aber erstmal... Toll, jetzt hat er den Rüssel aufgehoben, ja. Jetzt müssten wir erstmal genug... Nein. Oh, was ist denn hier heute los? Jetzt müssten wir erstmal genug Nahrung vor Ort haben. Gut, die Fliegen, die muss ich natürlich aufhängen.
Dann müssen wir noch mal ein paar Haselnüsse sammeln gehen. Oder ein paar Eicheln oder was auch immer. Gehen wir mal was trinken. So. Haben wir noch irgendwas, was wir entsorgen können? Nein, nicht mehr, ne? Den können wir eigentlich entsorgen. Weil hier kommen jetzt Milben, die brauchen wir nämlich auch für die Mission. Und die brauchen wir auch wieder für neue Pfeile. Oder es kommen keine Milben. Doch, da vorne sind sie schon. Ganze Milbenarmee. Ich wollte gerade sagen, das waren 6 Stück und nicht nur 5. Nee, wir können eh nichts mehr transportieren. Also gehen wir erstmal zurück. Rüsselkäfer habe ich am Anfang nochmal versorgt. Ich glaube, das hatte man am Anfang schon gesehen gehabt. Machen wir mal Inventar leer. Dann holen wir da vorne noch die Moskitos. Dann müsste das auch fertig sein. Und dann gehen wir nochmal nach da hinten Milben holen. Gehen aber auch dann da unten in den Tunnel rein. Also unter dem Laser und sammeln nochmal das Quarz ein. Ich frage mich, wo hier der Zahn ist. Wir waren auch unterirdisch. Das ist ein bisschen... Naja, gut. Egal. Egal. Ich habe 2 Jahre lang ohne Zähne gespielt. Dann kriegen wir das jetzt auch hin. So, die müssen wir alle auf jeden Fall aufhängen. So, die Weevil können wir uns mal 3 Stück brennen. Wichtig ist halt, das Fliegenfleisch müssen wir uns aufhängen. Das muss getrocknet werden. Und dann müssen wir mal ein paar Eicheln sammeln. Das könnten wir eigentlich machen, bevor wir irgendwo anders hinrennen. Dann wäre das nämlich auch erledigt. So. Ah, die habe ich nach oben geschafft. Beziehungsweise, es ist ja kein Fliegenkram mehr. Doch, einer noch. Ich wollte gerade sagen, dann hängen wir es hier oben hin. So, dann die Kochdrüsen und die Bombardierkäfer gleich verbauen. Da ist wieder was abgeschlossen. Fehlen noch 6 Stück und 5 Bombardierkäfer brauchen. Naja, das sollte man ja hinkriegen. Hau die alle 3 rein, dann haben wir wieder Platz. So, dann haben wir den Fliegenpelz, den Milbenpelz. Wir haben noch Spinnenfäden, die können wir hier mal reinhauen. Fliegenpelz und Milbenpelz. Oh, da haben wir ordentlich was da. Dann haben wir noch den Spinnentropfen. Und das Fliegengezeugs. Zack. Dann haben wir die noch. Die brauchen wir dann wiederum im Sandkasten wieder. So, und dann würde ich sagen, gehen wir eigentlich gleich los, holen uns hier unten die Moskitos. Dann laufen wir einfach mal. Wir könnten uns die Moskitos holen oder wir holen uns da drüben die Moskitos und gucken, ob da wieder... Müssen wir hoch. Ich wollte gerade sagen, dann gucken wir doch lieber mal, ob noch mal Kohle da ist. Weil da oben kommen ja noch viel mehr Öfen hin, wie jetzt schon stehen. Und da ist alles, was wir an Kohle kriegen, noch optimal. Dann können wir auch da vorne die Bombardierkäfer holen.
Also doch nicht in die Burgelhöhle, in die Dingshöhle. Wir müssen nach oben. Nach oben. Ist auch nicht so einfach, wenn es mehrere Seilbahnen sind, das immer ordentlich zu treffen. Oder wir müssen noch eine zweite daneben setzen, dass wir zwei, ja, lieber ordentlich gebaut, oder? So, jetzt laufen wir erstmal so ein Stückchen. Da. Da. Tschüss. Nein. Ja, die Pfeile kann ich beim nächsten Mal einsammeln. Jetzt gucken wir mal schnell. Es sind ja hier nur 3 Stück gewesen. Wir haben ja auch alle, ne? Ja, jetzt sind es nur noch die Milben. Und da liegt wieder Kohle. Da liegt sie wieder. War doch gar nicht mal so blöd, jetzt hierher zu gehen. Mal sondieren, ob da unten was liegt an Kohle. Im Cheating-Mode, ne? Ne, hier liegen keine mehr. Also ich habe auch seit dem Update hier unten keine mehr gefunden. Also ich gehe mal davon aus, dass die nur noch hier oben spawnen und auch immer nur einer. Weil mehr hatte ich auch noch nicht zusammengekriegt. Hm, gute Frage, ne? So, das heißt, wir machen uns hier jetzt mal runter. Holen uns da jetzt noch die Bombardierkäfer da vorne. War nicht hier oben auch noch ein Punkt drauf? Oder haben wir den schon? Ah, ich glaube, den habe ich sogar schon. Ah, ein Scap war hier drauf. Frankenline. Wollen wir ihn gleich mal anmachen, dann sieht man den auch. Frankenline. Ah ja, so ein bisschen. Okay. Ja. Einfach mal alles durchgetestet. Echt jetzt? Ach, wisst ihr was? Geht meist schneller. Das hat nichts gebracht, Junge. So, jetzt haben wir die 5 Brocken, das heißt, da werden wir fertig. Wie viele Säure-Dinge haben wir gekriegt? Einen wahrscheinlich. Gar keinen. Ach du Heilige. Jetzt hängt wieder alles an den Säure-Brocken-Klumpen-Dingen. Ja. Mhm. So, das heißt. Ich überlege gerade, wir könnten jetzt in Richtung Laser und die Milben holen. Fehlen noch 4 Stück. Ja, ist ja gut. Gehen wir nicht auf den Keks.
So, du bist frei. Ja, bitteschön. Holen wir uns Bombis. Gehen wir in Richtung Hecke. Gucken, ob da auch noch Bombis sind. Eine Kochdrüse. Eine Kochdrüse. Das ist doch zum Heulen. Also, wir laufen erstmal in Richtung Laser. Vielleicht könnten wir dann da unten in die Höhle. Nee, macht keinen Sinn, weil wir haben wieder keine Fackel und nichts dabei. Also, in Richtung Laser holen uns da die vier Milben. Und von den Milben aus laufen wir nochmal in die Ecke, Hecke, Hecke, Ecke. Heckenecke. Irgendwie. Und da sind ja auch nochmal Bombis. Lass mir die nochmal zerlegen. Und einer ist ja noch bei der Schaufel. Hier waren wir auch schon lange nicht mehr, ne? Der Baseball. Wenn man überlegt, das war wirklich das allererste, was man hier vom Spiel gesehen hat. Man kommt aus dem Tunnel raus und guckt auf den Baseball. Ah, ist schon ganz cool. Ich glaube, diejenigen, die seit Stunde 0 in dem Spiel dabei gewesen sind, wissen, von was ich rede. Nein, wenn überlegt, der Saftfänger, den es damals gab, der war noch nicht so schön gemacht, wie er jetzt ist. Hier sind sie wieder am Amok laufen, aber lassen wir uns nicht stören, wir haben die Mission voll. Wir gehen jetzt zur Heckenecke. In der Hoffnung, dass da doch noch einer auftaucht. Ja, Milben, ich weiß. War ich zu lahm? Ob hier der Bombi da ist. Wahrscheinlich tot, aber sollte ja trotzdem gehen. Ich nehme den auch gerne tot. Letztens lag er ja hier drinnen. So wie die Ameise. Ah, die blöden Fliegen. Bei denen ist halt wirklich die Gefahr, die entwaffnen euch. Und ich hatte einmal mit meiner Dämonenkeule das Vergnügen, dass die mir die abgenommen haben. Und ich sie nicht mehr gefunden habe. Weil die irgendwo hingeschleudert wurde. Ich finde die Sounds so geil von den Fliegen. Die können einem schon fast leid tun, wenn die so quietschen. Ja, peng, peng. Von dir will ich doch gar nichts. Bist einfach nur nervig. Und dann ist ein kleiner Clip aufgetaucht von Obsidian, wo sie zeigen, die wie die Läuse gefüttert werden. Und dann zeigen die in der nächsten Szene, wie die Rüsselkäfer gefüttert werden. Und dann kommt eine Szene, wo man Hupsi sieht mit einer Schale in der Hand, wie sie versucht, einen infizierten Rüsselkäfer zu zähmen. Kann man halt wieder... ne? Ist halt die Frage, wird in der Richtung was kommen? Ja, nein? Können wir damit rechnen, dass vielleicht infizierte Rüsselkäfer unsere Haustiere werden? Ich weiß es nicht. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass man die vielleicht hier den Pilzkram abernten muss. Also es gibt ja die... Oh, das müssten wir mal ausprobieren. Das müssten wir mal ausprobieren. Billy Hockbrocken, das heißt, dann können wir wieder irgendwas zum Essen machen. Kriegen wir das noch angezeigt? Nee, das hatte ich schon aktiviert. Ja. Heckenecke. Nee, aber wisst ihr, was ich meine? Es gibt doch diesen Pilz zu finden.
Also diese, wenn ihr die infizierten Rüsselkäfer tötet, kriegt ihr sie auch, die infizierten Dingens da, ne? Und da könnte ich mir vorstellen, dass man die im Püriergerät auch wieder zu irgendeinem Schleim machen kann. Ich höre schon die Bombis. Ach, das ist der, der da drinnen sitzt wahrscheinlich. Die anderen sind noch nicht gespawnt. Schade. Ja, ich könnte das jetzt zurücksetzen, aber dann habe ich so ein bisschen Angst, dass mein Olaf weg ist. Gut, dann hätten wir das. Wir haben, glaube ich, alle Quests abgeschlossen. Ja. Dann nix wie heim. Können jetzt auch ordentlich was an Essen herstellen. Ah, Glühwürmchen, aber wir haben keinen Platz mehr im Inventar. Ich überlege gerade. Jetzt machen wir uns mal schnell Platz. Ich brauche noch Beleuchtung im Häuschen. Die können eigentlich weg. Wir haben so viel Spinnenzeugs. Och Mann. Ja, Inventar voll Schweiß. Oh, jetzt kommen auch noch die Viecher. Es wird immer schlimmer, oder? Es kommt alles irgendwie hier an. Hier ist noch ein Zahn, den wir nicht haben. Ich glaube, das ist der hier unten drunter. In der Nähe vom Brett müsste ich mal auf den Plan gucken. Da muss ich mal auf den Plan gucken. Bevor ich es wieder vergesse. Da ist das Brett, da ist ein Zahn. Okay, ein goldener sogar. Ein goldener sogar. Den holen wir uns aber beim nächsten Mal. Ich hoffe ja immer, deswegen gucke ich so gern da rein. Weil ich irgendwie immer so ein bisschen hoffe, dass wir nochmal Schokolade kriegen. Das ist die beste Heilung, die ihr haben könnt hier im Spiel. Also diese Müsli-Riegel. Ist ja keine Schokolade. Aber hat sich ja mal voll rentiert hier. Alles gefarmt, was wir farmen wollten. Alle Quests abgeschlossen. Alles erledigt. Abgefahren. Das heißt, da müssen wir aber bald wieder Bombis farmen. Stimmt, Eicheln wollen wir auch noch sammeln. Dann können wir uns nämlich wieder Fliegenklatschos herstellen. Dem geht es noch ganz gut. Ja, Inventar voll. Also machen wir erstmal den ganzen Kram weg, dass wir Platz bekommen. Das heißt, die und die. Dann Bombi. Ah ne, nehmen wir erstmal mit hoch. Schmeißen wir die auch erstmal rein. Dann haben wir noch Glühwürmchen. Das sind die hier. Oh, da. Das müssten die sein, ja. Die meinte ich. Dass die vielleicht dann zu einer Breimasse gemacht werden können. Nehmen wir mal mit hoch, testen wir es mal.
Aber wenn, dann geht's eh erst ab dem nächsten Update. Wenn es ja hier guckt. Aber ich denke, es könnte in die Richtung gehen. Also ich fange auf jeden Fall mal an und sammle den Kram mal, weil das könnte interessant werden. So, dann haben wir noch einen Kohlebrocken. Ne, die kommen da rein. Dann können wir noch hoch. Ach, wir gehen erstmal schlafen. Erst gehen wir schlafen. Dann können wir nämlich auch zum Burgle gehen. Aber erstmal wird hier oben fertig gemacht. Müsste jetzt noch ein Ofen sein, den wir fertig kriegen. Ne, kriegen wir nicht. Das ist ja nur ein, den wir haben. Ach, Mann. Aber den kriegen wir fertig. Das heißt, wir können auch mal herkommen, hier alles leer machen. Und alles voll machen. Vier Stück noch. Die kommen da alle rein. Das Gute ist, die Öfen können drauf zugreifen. Das passt nämlich auch schon ganz geil. So, und hier haben wir unsere ersten Pilzziegel. Ist nur blöd, wenn ich jedes Mal W drücke, dass es wieder zugeht. 314 Stück können wir herstellen. Sehr schön. Ja, aber dann sehe ich schon, wir sind bei 32 Minuten angekommen. Seid so nett, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall morgen in der nächsten Folge. Also bis dann und tschüss.